Moin Moin und willkommen zurück hier an der Front von Hogwarts. Und ja, wir sind direkt wieder im Spiel und haben beim letzten Mal unseren Besen bekommen. Und diesmal gucken wir, welchen Auftrag wir da noch nehmen können. Wir haben einiges an Aufträge. Fangen wir mal an mit dem Schatten der Krypta. Das wäre ja natürlich weiter, um im Spiel weiterzukommen. Aber ich würde ganz gerne die Pulso lernen. Deswegen machen wir das. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Beschaffe die Zaubertränke Maxima und Edos und teste sie zeitgleich. Professor Sharp möchte, dass ich mich teste, während ich unter dem Einfluss von sowohl Maxima als auch Edoros Tränke stehe. Er möchte auch, dass ich einen Fokustrank mitnehme. Ich weiß, dass ich Zaubertränke und Rezepte bei JP und Zaubertränke finde. Mein Ohr wird mich nicht durch diese Aufgaben führen, aber meine Karte könnte doch nützlich sein. So, wir gucken mal, ob wir die bekommen bei Pippin hier im Dorf. Wir können direkt rein und gucken, wo das war. Wo war denn dieser Tränkeladen da? Ist da? Da, ne? Da wollen wir hin. So. Los geht's. Also ich denke mal, die werden ja noch richtige DLCs hier zu machen und so. Und da freue ich mich schon sehr, 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 sehr darauf auch. Weil das ist auch prädestiniert dazu, dass man Sie viel sind machen also kann auf hier. Der Suche nach Tränken, ja? Ja. Kaufen. Wie kann ich heute behilflich sein? So, wir brauchen. Okay, das kann ich kaufen. Fokustrank. Unsichtbarkeitstrank. Maxima-Trank. Das Rezept brauchen wir auf jeden Fall. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Aber den können wir nicht kaufen, da den Fokustrank. Dafür brauchen wir 1200. Vielleicht können wir irgendwas verkaufen noch, was wir haben hier. Pass mal auf. Wir kaufen mal was. Ist zwar. Wir verkaufen mal was. Das können wir ja eh als nicht mehr gebrauchen. Auch. Sehr gut. Es schadet nie, meine Vorräte aufzufüllen. So, und den Fokus dann kaufen wir auch. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Gut. Ist die Frage, ob wir den auch direkt hier hinten machen können. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Bei ihm hier? Können wir die auch hier machen? Oder können wir die nur machen im anderen... Fragen wir kurz mit ihm reden. Ich kann uns was. Sie brauchen Hilfe bei einer Lieferung? Ah. Hallo, Mr. Pippin. Sie brauchen Hilfe bei einer Lieferung? Ja, in der Tat. Für jemanden, der so fähig ist wie Sie, sollte die Reise nach Keenbridge kein Problem sein. Es liegt südlich von Hogwarts. Was soll denn geliefert werden? Fatima Larong hat ein paar Unsichtbarkeitstränke bestellt. Früher habe ich das selbst erledigt, aber in letzter Zeit nutzt Fatima jeden Anlass, um zu streiten. Sie beschwert sich unaufhörlich über die Qualität meiner Ware. Wie soll ich Qualität bieten, wenn sie so oft bestellt und mir keine Zeit zum Brauen lässt? Wenn Sie mir diese lästige Aufgabe abnehmen könnten, können Sie das Geld für die Lieferung an Fatima gern einbehalten. Ah, cool. Ich helfe gerne bei der Lieferung. Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin, wahrlich. Wahrlich. Hier sind die von ihr bestellten Unsichtbarkeitstränke. Hoffentlich macht sie Ihnen nicht zu viel Ärger. Sie ist selbst eine talentierte Brauerin. Ich hätte sogar nichts dagegen, mal einen Blick in ihr Rezeptbuch zu werfen. Gut. Bringen wir hier mal diese beschissenen Tränke. Oh, ist die Frage, wo sie genau ist, ne? Ist sie hier im Dorf auch, oder? Wo ist sie? Oder ist sie ganz weit weg? Man weiß es nicht. Okay, sie ist ziemlich weit weg. Wir rennen mal aus dem Dorf raus und gucken, ob wir da vielleicht hinfliegen können sogar. Beim Besen würde ich schon ganz gerne benutzen. Auf geht's nach Hogsmeade. Das geht. Und? Da ist die Bahnstrecke. Auch mal ganz cool, hier drüber zu flattern. Hat man sonst ja auch nicht, ne? Kommen wir da auch mal hin. Ist auch nicht schlecht. Beschleunigen, halten, ein, ausschalten.
Aber es dauert natürlich schon. Aber dann, vielleicht kriegen wir ja auch einen Punkt da gleich. Ich überlege gerade. Da ist eine Hütte da unten. Da waren wir unten und haben ihr geholfen mit Merlins Prüfung. Wie hoch können wir denn fliegen überhaupt? Würde mich auch interessieren. Okay. Man geht automatisch runter irgendwann. Vielleicht kann sie uns ja auch mit ein paar Tränken helfen oder wir können irgendwas brauen. Wir müssen ja auf jeden Fall die anderen beiden Sachen noch brauen, da die beiden, den Fokustrank und den anderen Trank, sonst können wir das ja nicht machen mit Professor Flick. Was es hier alles gibt noch außerhalb, ne? Wenn man mal guckt. Also ist schon nicht klein, Hogwarts. Also hier. Ich gebe kein Trinkgeld. Wie es mir in selber so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Oh, hier ist ein... Sollte längst hier sein. Also erstmal das machen hier. Und dann... Was hast du diesmal für mich auf Lager? Guck mal, was Merlin kann. Merlins Prüfung. Okay. Ist irgendwas in der Nähe? Ja, okay, hier ist was, aber... Nicht betrunken werden eigentlich? Man weiß es nicht. Ich kann natürlich auch hier reingehen und kurz das Ding abgeben, aber wir müssen ja auch irgendwie. Also, gehen wir mal zu ihr hier. Immer zu spät, dieser Pippin. Da. Madame Le Wang, ich habe eine Lieferung von J. Pippins Zaubertränke. Ha! Schickt ein Kind vor, um seine Arbeit zu erledigen, was? Er nimmt immer den einfachsten Weg, um es sich leicht zu machen. Mussten Sie die etwa auch für ihn brauen? Spielt keine Rolle. Sie können das vermutlich ohnehin besser als er. Hier sind die angeforderten Zaubertränke. Glauben Sie, dass das so einfach ist? Ich weiß, dass Pippin seine Kunden ständig hinters Licht führen will. Er tut alles, um auf Kosten der Qualität einige Galleonen für sich zu sparen. Sie sehen keinen einzigen Knut, bis ich weiß, dass die Zaubertränke funktionieren. Okay. Trinken Sie. Natürlich. Klingt einfach. Das mache ich. Das hoffe ich doch. Trinken wir so einen Trank? Trink einen Unsichtbarkeitstrank, aber muss ich auswählen, ne? Sie scheint zu wirken. Nun, ich vermute, das genügt. Ist doch gut. Wenn die Nachfrage nach Tränken so groß ist, wäre es da nicht einfacher, mit anderen zusammenzuarbeiten? Sie könnten ihre Rezepte und Fähigkeiten kombinieren. Keine Chance. Dieser Nichtsnutz hat seinen Laden geerbt. Wir anderen mussten unseren eigenen Weg gehen. Er soll nicht von meiner harten Arbeit und meinem Verstand profitieren. Wenn er scheitert, dann soll er nur. Na gut. Ich lasse Mr. Pippin wissen, dass ich die Tränke wie gewünscht geliefert habe. Tun Sie das. Kann ich mir Ihre Ware sehen? Was verkaufen Sie hier? Ja, die Tränke, die ich brauche. Wonach suchen wir heute? Mega Power brauche ich nicht. Lorfliegen. Blutekelhaft. Ja. Das kann ich gut gebrauchen. Vielen Dank. Nein, ich habe nichts Besonderes hier. Danke für den Besuch. Ich weiß das zu schätzen. So, ich muss aber wissen, wie jetzt hier das Geheimnis funktioniert.
Was das für ein Geheimnis sein kann. Da drüben ist ein Friedhof. Das wird es ja nicht sein. Das wird zu weit weg sein, oder? Muss doch schon so ein bisschen rundherum sein, dann bin ich verkehrt. Aber was kann es hier noch sein? Das Rebellion. Da unten liegt Sie können irgendwas. Sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen kann nicht sein. Muss doch hier irgendwie. Es gibt hier keinen Diebstahl? Anscheinend nicht. Okay. Was kann man denn? Was ist denn da das? Der Zweck? Fragt man sich. Rebellion. Ich renn trotzdem auf die andere Seite. Vielleicht ist da irgendwas. Weiß nicht. Da ist zumindest. Okay. Aber was ist denn da? Oder ist hier irgendwas im Wasser? Muss ich auftauchen? Ja, auch nö. Hier ist doch was. Ich frage, was hier rein soll. Ah, okay. Incendio. Das muss alle gewesen sein, glaube ich. Hoffe ich. Meine ich. Glaube ich. Hier stehen nicht gesammelte Lohnungen in der Herausforderung. Okay, machen wir gleich. Vielleicht, wenn man so und so viele Infernis getötet hat. Rebellion. Es muss doch irgendwas geben, was ich machen kann dafür. Diesen Zauber da, was ist denn das? Wie kann man denn Merlins Ding hier machen? Worum geht's da, ist die Frage, ne? Worum geht's da? Worum geht's da bei Merlin? Das ist doch echt wichtig. Also hier ist so eine Kugel, da kann man doch schon irgendwas reinkugeln. Aber was? Ist das die peitschende Weide? Nee. Die ist ja auch nicht hier, ne? Aber Hogwarts.
Okay. Also ich weiß wirklich gerade nicht, was das Rätselslösende ist. Ist doch irgendwas am Dorf? Zurückgehen. Huch. Also ich hätte gedacht, dass hier irgendwas ist. Ich wüsste nicht, was ich da reinpacken soll. Da könnte man auch, natürlich auch irgendwie von oben da was runterkommen. Aber das wird es ja nicht sein, oder? Mal gucken. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwas mit dem Dorf zu tun hat hier. Hm. Die Frage, wirkt was. Wie ein nettes kleines Örtchen. Da ist eine Kugel. Die müssen wir mit haben. Ach, hier. Okay. Okay, krieg ich nicht durch. Levioso. Geht auch nicht. Ach, hier. Also, das funktioniert irgendwie nicht. Also, die Kugel muss da hinten rein. Davon gehe ich aus. Aber wie kriege ich den da raus? Ich kann sie nicht mal bewegen. Rollen kann ich sie auch nicht. Na komm. Wir müssen diesen Weg rollen hier. Eine kleine Regenwolke. Ist auch lustig. Ins Händchen. Levioso. Also das kriege ich nicht hin hier. Gut. Leider kann ich dieses Rätsel gerade nicht lösen. Warum auch immer. Ist zu schwer. Ich muss wahrscheinlich einen... Mein Zauber muss stärker sein. Ach hier. Was haben wir noch irgendwas für Zauber, die wir nutzen könnten dafür? Nee. Nee, der muss wahrscheinlich stärker sein irgendwie. Oder irgendwas anderes. Was gibt's denn da noch so? Was ist das denn hier? Die Pulso. Ja, wahrscheinlich brauche ich die Pulso-Zauber, um den wegzustoßen, damit er über dieses Ding da fliegt. Davon gehe ich aus. Ja, das kann sein. Gut. Rezeptbuch für Zaubertränke. Oh, gar nicht so schlecht. Ach, oh, wahrscheinlich hätte ich die gar nicht kaufen, wenn sie alle hier bekommen. Kann das sein? Gucken wir mal ins Inventar. Wetten? Hundertprozentig. Oder auch nicht. Gut. Dann lass doch mal zurück zu Pippin fahren. Und geben Ebbe zu Pippin, zum Brauer. Und geben ihn das da zurück. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Und lustigerweise, fällt mir gerade ein, habe ich ja dieses Zauberbuch gerade eingesammelt. Vielleicht kann ich ihm das ja auch geben. Willkommen. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn ich helfen kann. Ich habe die Tränke Fatima Lawong gebracht. Sehr gut. Und hat sie Ihnen Ärger bereitet? Kein Problem. Ich habe mich darum gekümmert. Das höre ich gern. Und vielen Dank nochmal für Ihre Hilfe. Ich gucke, ob es eine zusätzliche Belohnung gibt. Die Lieferung der Tränke war schwieriger als gedacht. Ich hätte gern eine extra Belohnung. Tja, so ist das wohl, wenn man Geschäfte machen will. Na gut, dann erhöhe ich Ihren Lohn, aber begeistert bin ich nicht. Übrigens habe ich dieses Buch mit Trankrezepten in Keenbridge gefunden. Wäre das nützlich für Sie? Ist das cool? Fatimas Rezeptbuch? Sie sollten es behalten. Fatima verdient es nicht. Das weiß ich zu schätzen, aber Sie müssen noch viel über den Respekt vor dem Eigentum anderer lernen. Manche Dinge sind unter Zaubertrankbrauern heilig. Ich bringe es ihr sofort zurück. Okay, das war natürlich dumm. Aber egal. Ich weiß nicht, ob das Konsequenzen hat oder so.
Gut, trotzdem müssen wir ja brauen. Und dann gucken wir mal, wo wir das brauen können, ne? Wahrscheinlich direkt in Hogwarts. Wir müssen die Depulso-Dings bekommen. Und das wäre ja hier. Dann gehen wir da hin. Bam. Da können wir, glaube ich, ein bisschen rumlaufen. Und dann können wir das eine zumindest machen. Ich hoffe, ich habe die ganzen Zutaten dafür. Das weiß ich gerade gar nicht. Muss ich zugeben. Aber das werden wir schon rausfinden. Ihr Handbuch ist ja wirklich... Revelio. Ne? Ist das richtig hier hoch? Ich weiß nicht. Anscheinend. Komm. Professor Weasley? Irgendwo, wo wir unter vier Augen sprechen können. Ist ein Raum der Wünsche hier? Ja, haben wir schon gedacht. Das wird der Raum der Wünsche sein. Oder? Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und... bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wie bitte? Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. Abgefahren. Was ist das hier? Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum. Wenn überhaupt. Revelio. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden. Indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, wo ist Dick? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Dick, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, Sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Okay. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Okay. Achso. Oh, nicht so schlecht. Beziehungsweise nicht so schwer. Wunderbar. Zaubern Sie bitte Ivanesco auf diese Stühle. Ausgezeichnet. Wie cool. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Revelio. Wo in Merlins Namen steckt dieser Elf? Ich warte hier schon seit Ewigkeiten auf dich. Vielleicht hat man dir einen langen Aufsatz gesehen, als erwartet. Sag mal bitte Bescheid. Meine alte Schultasche. Ich habe mich immer gewundert, wo sie hin ist. Dabei war sie die ganze Zeit hier. Ich sehe sie mir nur kurz an. Warum schauen Sie sich nicht ein bisschen um, bis wir die finden? Meine Bitte. Ja, Professor. Können Sie nicht leiser sein? Einige von uns... Revelio. Unser Mondstein kriegen wir ganz schön viel. Soll ich ihn wegzaubern? Mal sehen, was man damit machen kann. Akio! Ein charmanter Mantel. Revelio!
Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Haltet den Eindringling auf! Revelio! Nein, nicht! Das ist nicht hilfreich, du wertloser Haufen Blech! Die Spülung. Bin etwas empört, dass der Raum dachte, ich bräuchte ein Bad. Freches Ding. Revelio. Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Ach hier. Revelio. Okay. Was war das? War das ein goldener Schnatz? Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nicht herausfinden. Klappe, du blödes Bild. Revelio. Vielleicht komme ich jetzt erst da durch oder kam ich vorher da nicht durch? Ich weiß das nicht. Und jetzt komme ich trotzdem nicht ran, oder? Da gibt es ja einen Weg, wie ich da rankomme. Warte mal. Nee. Ach hier. Hä? Das hab ich jetzt nicht verstanden. Das habe ich ja irgendwas falsch gemacht gerade, oder? Leviosa. Okay, jetzt habe ich natürlich ganz geblickt. Also irgendwas muss ich wahrscheinlich hochschweben lassen und dem anderen üben drüber, damit ich es von oben irgendwie anmachen kann oder so, oder aufmachen kann. Ich weiß es nicht. Durch kann ich hier nicht. Habe ich nicht ganz verstanden gerade hier. Muss ich zugeben? Ach, warte mal. Vielleicht doch. Ach hier. Okay, ich habe es zwar nicht so gemacht, wahrscheinlich wie soll, aber egal. Ich kann mal ganz kurz gucken. Ich habe einige Sachen eingesammelt. Vielleicht können wir davon eins mal schon mal gebrauchen. Hier zum Beispiel. Es war besser, aber nicht so cool. Nein. Das macht schon mehr Sinn. Dann aber auch. So, ein bisschen stärker sind wir jetzt wieder. Ein bisschen mehr, was wir abkönnen, ne? Okay, weiter geht's. Revelio. Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Irgendwas ist doch da. Da oben ist er doch. Oh, Vorsicht! Hm? Oh, da sind sie ja.
Warten Sie dort. Die kommt zu Ihnen. Hallo. Ah, Deke, wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Deke hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Deke. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Deke kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Deke, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig oder gar nicht. Deke sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial! Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest. Cool ist das denn? Sie haben sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Na, hier kann ich meine Zauber-Dings kochen und so, ne? Der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat. Du hast den Schreibtisch der Beschreibung freigestellt. Benutze ihn, um die magischen Eigenschaften aller Nicht-Invisionen zu enthüllen. Okay. Guck, der ist nochmal auf. Wir haben aber nichts. Im Moment brauche ich ihn für nichts. Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Da geht's nicht raus. Ach komm, ich muss mit ihr reden einmal. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Okay. Testen wir mal. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Ah, okay. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Ah, okay. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Definitiv. Verstehe. Und kann ich Ressourcen zurückbekommen, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie okay. sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen.
Okay. Ist das der Beschwörungszauber? Anscheinend. Na, Zaubertränke. Ah, okay. Kann ich ein bisschen drehen hier? Wie kann ich das drehen? Nicht rotieren. Ah, guck mal. Stellen wir hier hin. Beschwöre einen Pflanztisch. Wollte ich doch gerade machen. Direkt daneben. Das geht nicht? Ach da, Pflanztisch mit kleinen... Ah, der ist das, okay. Gute Arbeit. Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen- oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Dick cool. Wird ihm bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Ich werde mich an Dick wenden, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. Verwandlungszauber? So, ich will mal kurz die Getränke machen. Getränke. Den Edo-Schrank. Eier einer Aschwinderin. Fokustrank. Plus Grasstamm. Okay. Ich will jetzt echt die Zutaten. Kann ich den Zutaten herzaubern? Nee, aber ich könnte vielleicht, die kann ich die ja hier herstellen. Testen wir das mal. Ah, okay. Fragen wir sie nochmal kurz. Ich bin bereit für die nächste Lektion, Professor. Also gut. Zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Mondstein können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Sie können aber auch einfach Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Hab ich doch, oder? Ich habe den Mondstein, den Sie wollten, Professor. Gut, dann kann der Unterricht beginnen. Sie können nicht nur Tränkestationen und Pflanzentische beschwören. Mit Beschwörungen können Sie diesen Raum nach Belieben dekorieren. Versuchen Sie es an der Wand und mit dem Boden. Okay. Die hat hier noch nie so viele Pflanzen gesehen. Ich mache jetzt mal ein bisschen üben, weil ich will ja gar nicht so großartiges machen jetzt gerade. Dick findet, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein. Ich habe ein paar Fragen zu Beschwörungen, oh, Professor. Warum? Was denn? Ja. Eigentlich habe ich keine weiteren Fragen. Falls doch, bin ich hier. Okay, wir müssen ein paar Sachen hier beschwören. Na gut.
Okay, jetzt brauchen wir noch irgendwas für den Boden. Für die Wand. Nicht glauben, wie gute Arbeit. Machen wir weiter? Ja. Ich bin mit dem Beschwören fertig. Was jetzt, Professor? Ich denke, Sie sind bereit für den Änderungszauber. Der Änderungszauber erlaubt es Ihnen, beschworene Gegenstände anzupassen. Sie können die Farben, Muster und Stile Ihrer Möbel ganz nach Ihrem Geschmack verändern. Fangen wir an. Passen Sie jetzt bitte genau auf, wie man den Änderungszauber durchführt. Perfekt. Richten Sie den Zauberstab auf... Ich habe ein paar Fragen zu verändern. Nein, habe ich nicht. Entschuldigung, ich wollte nicht mit dir reden. Ja? Ah. Danke, Professor. Ich habe keine weiteren Fragen. Ich bin hier, falls Sie noch was brauchen. Wir machen den Teppich mal anders, da pass mal auf. Bei der Änderungszauber ist ja hier drin erstmal, ne? Ach, Quatsch. Ist mir voll verwehrt, so. Änderungszauber da, ne? Okay, sind nicht verfügbar, okay. Aber dann vielleicht hier, die Treppe. Noch nicht. Was hier? Nein. Hä? Ende steht eines Gegenstands. Wieso kann ich denn das jetzt nicht von den Sachen da haben? Vielleicht von dem hier? Ich finde es wirklich wunderbar, dass Sie so in Kräuterkunde aufblühen. Okay, so. Ändere die Farbe als Gegenstand nochmal. Gar nicht so leicht, das ganz passend zu kriegen. Geek findet, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein. Wie ändert die Farbe denn? Okay, dann bringen wir mal so ein Ding in der Wand. Die Größe eines Gegenstands. Okay, das können wir machen mit dem Bild da vielleicht. Die kann ich glauben, wie viele Tierwesen sie haben. Die Größe geändert. Und die Farbe, aber wie kann ich die Farbe ändern?
Ach, da. Mal hier grün. Das haben Sie gut gemacht. Nun sind Sie für größere Herausforderungen bereit. Sie können den Änderungszauber auch direkt auf den Raum anwenden. Gestalten Sie damit den Boden oder den Balkon um. Okay. Dieser Raum könnte etwas mehr Ambiente vertragen, finden Sie nicht? Dick, wärst du so nett? Sehr gern, Professor Weasley. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt... Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Kühle, monddurchflutete Atmosphäre, das höre ich immer irgendwo. Dunkle, mystische Räume finde ich am besten. Der Raum soll mysteriös und gruselig wirken. Als wäre ich im verbotenen Wald, umgeben von Schatten. Ha, hervorragend. Finde ich cool. Hat schon was. Auf jeden Fall. Was für eine Veränderung. Natürlich müssen Sie diesen Stil nicht beibehalten. Sie können jederzeit Deke bitten, ihn zurückzuverwandeln. Jetzt haben Sie viel über Änderungszauber gelernt. Danke, Professor. Der Raum ist voller Möglichkeiten. Allerdings, egal wie oft ich hier bin, der Raum überrascht mich immer wieder aufs Neue. Abgefahren. Oh, jetzt ist noch mehr Platz. Wie ist das passiert? Der Raum passt sich ihren Bedürfnissen an. Er muss gespürt haben, dass sie mehr Platz für Zauberübungen brauchen. Wenn Sie den Raum noch weiter anpassen wollen, können Sie das mit Zauberanweisungen. Sie finden mehr davon innerhalb und außerhalb der Schule. Danke, Professor. Ich halte die Augen offen. Gut. Der Raum gehört also Ihnen. Nutzen Sie ihn gut. Super. So können wir euch Dinge schon ernten hier, oder? So. Aber Tränke können wir noch nicht machen, weil uns fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was hier. Da ja, brauchen wir auf jeden Fall ein paar Zutaten. Ich finde, Sie sollten stolz auf all Ihre Gebrauch. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und das war der Raum der Wünsche.